Der Citystar. Nach zweijähriger Pause wurde dieser beim Neujahrsempfang in Wieselburg wieder verliehen. Mit dieser Auszeichnung möchte die Stadtgemeinde den Wieselburgerinnen und Wieselburgern Anerkennung schenken. Ja, uns ist es wichtig, Menschen in Wieselburg hervorzuheben, die durch besondere Leistungen herausragen. Ob das jetzt eine ausgezeichnet bestandene Matura oder Lehrabschluss ist oder ob das sportliche Leistungen sind. Wie gesagt, wichtig ist es, die Wieselburgerinnen und Wieselburger entsprechend auszuzeichnen. Nach einem Rückblick auf die Projekte der vergangenen Jahre, wie das Gesundheitszentrum und das Stadtwiesel, erhielten die Preisträger ihre Citystars. Und das in drei Kategorien. Die Kategorie 1 betrifft das gesamte Lebenswerk. Diese Auszeichnung erhielt Leopold Kruphofer. Er ist Geschäftsleiter bei der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel und hat in seinem Leben unzählige Aus- und Weiterbildungen absolviert. Er hat uns seine größten Erfolge verraten. Der wichtigste berufliche Erfolg war die Bestellung zum Geschäftsleiter 1995 und die Folgeerscheinungen im Wesentlichen, die halt durch die Entwicklung möglich waren. Und privat würde ich sagen, meine tolle zweite Frau, die meinen Beruf versteht und mich entsprechend begleitet. In den beiden anderen Kategorien gab es zahlreiche weitere Preisträger. Egal ob ausgezeichneter Erfolg bei der Matura oder Lehrabschluss, akademischer Grad oder sportlicher Erfolg. Die Wieselburger haben in den vergangenen zwei Jahren einiges erreicht. Ja, also ich habe 2021 mein Studium abgeschlossen, also den Master of Education an der Universität Wien. Ja, ich habe meinen Lehrabschluss 2021 gemacht, bin auf der Stadtgemeinde in Wieselburg als Lehrling eben ausgezeichnet worden. Auch wenn es für viele anfangs eine ungewohnte Situation war, freuten sich die Preisträgerinnen und Preisträger sehr über diese Aufmerksamkeit seitens der Stadt. Ich wusste nicht, ob ich es wirklich verdient habe. Und das habe ich auch dem Bürgermeister gesagt. Und nach dem Gespräch mit ihm habe ich ihm gesagt, ich bedanke mich für diese große Auszeichnung und nehme sie sehr gerne an. Ja, es ist ein bisschen ungewohnt, aber dadurch, dass ich Schulsprecher war früher, ist es ein bisschen gewohnter, wenn du von Leuten so Auszeichnungen kriegst oder sowas. Ja, also ich bin natürlich sehr geehrt, weil ich habe jetzt erst heute beim Herkommen gesehen, dass da eigentlich so viele ausgezeichnet werden. Und wenn man dann hört, für was die alle ausgezeichnet werden, ist es natürlich schön, wenn man da auch mit dabei ist. Untermauert mit musikalischer Begleitung von Lehrern und Lehrerinnen der Musikschule Wieselburg und mit einem ausgiebigen Buffet konnten die Preisträger ihre Auszeichnungen feiern. Und auch dem Jahr 2023 blickt man in Wieselburg positiv entgegen. Bitte bringt euch weiter ein, ihr habt bis jetzt schon so viel geleistet und wenn ihr in Zukunft euch weiter so in die Gesellschaft, im Betrieb, in der Familie, im Vereinsleben einbringt, dann ist man nicht bang um die Zukunft.